im Advent gibt es Einzelpreise. Da kann man zum Beispiel sowas wie ich gewinnen, also fliegen gehen. Oder als Schulklasse einen Ausflug oder so gewinnen. Und als Einzelperson könnte man auch ein Buch gewinnen, zum Beispiel. Also es war richtig spannend, weil erstmal konnte man ja sehen, wie die anderen losfliegen. Und dann, als ich dran war, musste ich mich an die Tür stellen. Und dann musste ich mich eigentlich nur noch reinlehnen. Und dann ging es auch schon los. Und es hat sich richtig cool angefühlt, aber das Atmen war ein bisschen anders. Also am Anfang habe ich durch den Mund geatmet und da wurde irgendwie mein ganzer Mund richtig trocken. Dann beim zweiten Mal durch die Nase, aber es hat sich auch ganz komisch angefühlt. Aber sonst war es richtig cool. Hier ist ein physikalischer Adventskalender, an dem jeder mitmachen kann. Und das ist eine Serie von Experimenten, die jeden Tag neu kommen. Und das sind in der Regel wirklich sehr interessante Experimente in unterschiedlichen Bereichen der Physik. Ich finde an Physik im Advent gut, dass man immer jeden Tag neue Experimente hat. Zum Beispiel die Aufgabe mit den Blättern, die man zusammenrollen musste und da halt Gewicht drauflegen musste, fand ich sehr interessant. Die Kinder haben eigentlich enorm viel Spaß an Naturwissenschaft, und weil die auch die spielerische Seite von der Naturwissenschaft erkennen können. Zum Beispiel der heutige Gewinn, der meine Tochter gewonnen hat, ist eigentlich auch dank der Naturwissenschaft zustande gekommen. Ja, das Spiel mit den Kräften macht schon Spaß, aber das Interessante an der Sache ist auch, dass man das Springen oder dieses Fliegen ja nicht tagtäglich macht. Und dadurch, weil man es nicht tagtäglich macht und hier die Möglichkeit hat, in so einer Freifallsimulation zu sein, ist es schon interessant, das Ganze. Liebe Mitschüler, Physik im Advent macht sehr viel Spaß. Die Experimente sind jeden Tag neu und es schenkt dir eine bessere Physiknote.